Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Friday the 13th. Wir schalten hier erstmal wieder alle auf Mute. So, muten. Oh. Muten, ready. Ja, Freunde, wir können jetzt noch auf einen warten. Oder wir starten das Match einfach. So zerbröselt der Keks nun. So. Die haben hier alle ihre Lieblingscounselors. Wir nicht. In 10 Sekunden startet das Match. 3, 2, 1, go! Pack-a-neck. So, klingt auch wie so ein Schlachtruf, ey. Pack-a-neck! Der Tipp da unten, der ist super. Jetzt kiki, mama, mama. Notch, tsch, tsch. Das ist ein ganz netter Tipp. Das ist so wieder so ein Insider-Klugscheißer-Tipp. Ich meine, würde ich natürlich auch so weitergeben, die Insider-Klugscheißer-Tipps, aber das macht ja auch nichts. Ist jetzt nicht ganz so störend. Waiting for players. Auf wen warten wir denn noch? Pass runterzählen. Erlaube ich dir. Auf wen wird denn noch gewartet? Wir sind alle geladen? Aha. Starting Match. Pack-a-neck Lodge 1984. Hallo Bobby! Tschüss Bobby! Und es ist der normale Jason. Wir spielen wieder AJ Mason. Oh Gott, what am I gonna do? Tja, wenn wir das wüssten. Wenn wir das wüssten, was wir tun sollen. Ja, überleben. Das ist die Art of Living. Überleben einfach. Und ist ein nettes kleines Häuschen hier. Diese Blockhütten im insgesamt, die gefallen mir immer ganz, ganz, ganz gut. Finde ich persönlich sehr ansprechend. Weniger ansprechend ist, wenn ihr nichts Nützliches findet. Okay, nichts Nützliches findet. Ach, können wir jetzt auch nicht sagen. Wir hätten eine Karte gefunden. Eine Rohrzange haben wir. Das ist so ein Tischhockey-Ding jetzt, oder? Ja, eine Rohrzange reicht uns. Zwei können wir nicht mitnehmen. Oh, da haben wir die Bootsschraube. Eine Bootsschraube. Das ist besser, als sich wehren zu können. So. Besten Falle haben wir jetzt mal jemanden, der ein bisschen Benzin heranschafft. In die Richtung müssen wir? Ja. In die Richtung müssen wir. Gleiches Spiel wie beim letzten Mal. Wir haben eine Bootsschraube und wir wollen sie verwenden. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder eine Sollbruchstelle hier für die Connection. Sind auf dem richtigen Weg. Wir suchen ein Boot, wo man ganz diese Bootsschraube mitbringen muss. Das ist auch immer so. So, was wir jetzt natürlich machen können, wäre einfach mal hier warten, bis jemand mit einem Benzinkanister kommt. Ich will nämlich keine Angst haben, dass wir hier nicht wegkommen. Oh. War hier nicht vorhin noch jemand in der Nähe? Egal, wir bringen es an. Oh. Ja.
Yep. Yep. I think I put that on right. So, jetzt brauchen wir nur noch Benzin. Hm. Das nächste Haus in der Nähe ist da. Ich hoffe, dies ist auch ausgestattet mit Benzin. Aber was bleibt uns anderes? Um zu überleben, müssen wir fliehen. Immer schön die Karte im Auge behalten. Nicht, dass wieder ungebeten jemand anders kommt. Hier ist abgeschlossen. Das bedeutet, hier war schon jemand drin. Ja. So. Erst müssen wir mal gucken. Denn wir haben hier nichts abgeschlossen. Hm, schade. Oh oh. Ding ist Detem. Gehe ich immer davon aus, dass er in der Nähe ist. Okay, die Richtung ist schon mal richtig. Hier soll das nächste Haus sein. Es hörte sich so an, als wäre es ganz in der Nähe gewesen. Wir bleiben einfach mal eben leise. Wo ist er? Die Musik! Warum hören wir die Musik? Wo ist er? Wo ist er? Das ist doch fies. Mann. Oh oh. Er ist einfach mal neben uns. Ja, genau. Stolper am besten noch. Das ist in Horrorfilmen auch immer ganz wichtig. Unbedingt stolpern. Los, Rainer! So, drin sind wir schon mal. Ist abgeschlossen. Ist hier noch irgendwas drin, wo man sich wehren könnte? Natürlich nicht. Und es gibt eigentlich auch nur einen Ausgang. Er hat ein Wurfmesser gefunden. Tja, ich glaube, wir sind am Arsch. Oh! Hat uns getroffen! So, Doktor. No, stop. Oh. Super. Was? Bitte? Was ist denn nun passiert? Who is that? My... Was ist? Alter, was war das? Murdered? Wodurch sind wir denn ermordet worden? Wir haben gerade versucht, durch ein Fenster zu klettern und sind bei dem Versuch, durchs Fenster zu klettern, gestorben. Das ist sehr seltsam. Ja. Wahrscheinlich ist das Boot sogar weg. Nachdem wir Start klar gemacht haben, hat es jemand anders benutzt. Hm.
Da vorne ist Jason. Der bleibt hier einfach nur die ganze Zeit im Dixie-Klo, oder was? Ja, die beiden geben sich wenigstens noch Mühe. Wobei der ja eigentlich auch schon tot ist, ne? Jetzt bist du rausgekommen aus dem Klo, das. Weil jemand in der Nähe ist. Was bist du denn für ein Widerling? Holy shit! Is that a dead body? Vermutlich, ja. Da war eine Falle im Gras. Macht er erstmal die Tür zu? Damit er sich wieder irgendwo verstecken kann, oder wie? Ja, sie ist auf jeden Fall an dem einen Bein angeschlagen. Oh, der hatte eine Knarre. Er überlegt gerade, nehme ich die Knarre oder doch lieber die Machete? Tja, wird's weitergehen. Ziemlich cool, dass er so den 80er Jahre Flat hat. So nannte man die Frisur, ja? Oh my God. What happened? Wo hast du denn jetzt schon wieder einen Toten gesehen? War das unsere Leiche? Okay. Jason ist gerade nirgendwo in der Nähe von den Leuten. So, was nun? Das ist nicht immer so eine gute Idee, einfach nur zu rennen. Denkt mal an eure Stamina. Verschlossen. Okay. Jetzt glaube ich, das zu verstehen. Also, wenn man durch ein kaputtes Fenster klettert, wird man angeschlagen. Gut. Untersucht schön alles. Und vor allem überlebt. Wartet nicht auf euren Tod. Tja, alle drei in einem Haus. Es ist also nicht mehr die Frage, ob er einen kriegt, sondern wen. So. Jetzt seid ihr auch noch zu dritt im Badezimmer, oder was? Das ist, glaube ich, der perfekte Ort, um sich zu verstecken. Auf der Toilette. Ja, Leute, was macht ihr da jetzt? Er kommt gleich. He's coming. He's coming. He's here. No fear. Ja, habt ihr euch eingebaut, ihr Trottel? Das ist super. Das ist echt super. So. Der braucht nur in der Tür stehen bleiben. Er blockiert die Tür. Wie gemein.
Alter, man kann sich auch gegenseitig hauen. Wie mies. Einer ist schon mal tot. Zweiter. Das ist so super. Die haben sich da auch noch gegenseitig geschlagen. Tja. AJ weiß schon, was ihr bevorsteht. Er ist gleich in der Nähe. Da ist er. Zack, noch ein Wurfmesser. Damit scheint er gar nicht mal so schlecht zu sein. Puh, knapp. War wirklich knapp. Was jetzt? Ja, dir bleibt nicht mehr viel, ne? Also wegrennen brauchst du eigentlich nicht. So. Nun. Konntest dich wenigstens wehren, ja. Nochmal eben Punkt rausgeholt. Aber der weiß auch, dass er nicht überleben wird. Oder sie. Ja, wie auch. So. Leider sie. Und er will ein... Achso, ich dachte, er wollte hier einen Kill am Baum oder so machen. Tja. Das war's leider. Das war es leider. You died. Ja, das wissen wir bereits, dass wir gestorben sind. That's my good boy. Seltsamerweise gestorben. Mommy has a reward for you. Come home, sweetie. Es gab 634 XP. Das ist schon mal in Ordnung. Können wir leben? Ja, murdered. Neutered. Okay. Alle anderen sind nur murdered geworden. Ermordet. Ermordet von der Fensterbank. Ja, das war schon wirklich, wirklich seltsam. Ich will ganz gerne in die Settings gehen, genau. Denn ihr könnt mal eben schauen. Perks haben wir, ein paar Punkte haben wir auch noch. Wir machen mal eben fix einen Perk Roll. Ja, würde ich sagen, 592 CP haben wir, Credit Points. Jawohl, machen wir einen Perk Roll. Was soll das? Ja, wir können nur Customize oder Customize. So, ihn haben wir ausgerüstet. Gibt's für dich eigentlich neue Klamotten? Schau, scheinbar. Achso, das ist, ja. Die hatten wir aber, glaube ich, schon mal gesehen, die Klamotten. Bei ihm haben wir nichts Neues. Für sie auch nicht. Für ihn schon. Sie ist noch locked. Was haben wir denn hier? Nischt. Und sie behält ihren Trainingsanzug. Gut. Dann soll es wohl so sein. Gut, machen wir jetzt einen Perk Roll. Und. Ach genau, Swinging Speed increased. Swinging Speed increased and less stamina consumed while swimming. Also wir sind 7% schneller. Jo, das ist doch super. Und wir verlieren keine Laufgeschwindigkeit. Das beim Schwimmen. Bisher finde ich die anderen Perks, die wir haben, aber immer noch besser. Das hier sind schon diese raren Perks. Könnten wir ein bisschen mehr von haben. Aber die werden wir bei Zeiten auch bekommen. Egal, war eine nicht ganz so erfolgreiche Runde, aber es macht nichts. Die nächsten werden dann wieder erfolgreicher werden. Das sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Final Acceptance.